schön. Der Pullover heute? Den hatten wir aber morgen an. Gestern? Meinst du, aber der war in der Wäsche jetzt. Also den nicht. Den hatte ich gestern. Okay, also den möchtest du nicht. Ja, nein. Oh, ja, ich habe eben doch gesagt. Habe ich nicht gehört, Entschuldigung. Die war noch im Wäschekorb. Zack, dann haben wir es. Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Super ausgesucht. Wir haben es jetzt kurz vor 6:30. Ich stehe meistens so 5:50, 6:15 auf. Und die Kinder schlafen dann meistens erstmal noch. Jari ist aber direkt mit aufgestanden quasi. Deswegen einmal jetzt umziehen und dann gucken, ob du gleich noch was frühstücken möchtest. Ich bin übrigens immer noch so ein bisschen angeschlagen. Was ist das denn? Beim letzten Vlog habe ich ja noch gesagt, irgendwas mit meiner Stimme. Die war danach die Tage komplett weg. Da kam eine Erkältung dazu und es wird jetzt so langsam besser. Aber soll ich die eine Socke anziehen, du die andere? Ja! Ja! Ist Hälfte. 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 Zack. Klasse. Zack. Ein Zoomer, noch ein Zoomer. Guck mal, den drehen wir noch ein bisschen. Zack. Schicki. So, einmal den Pullover noch einziehen. Den machst du. Das schaffst du auch. Wie ist cool. Den Schlag will ich mitnehmen. Oh, whoops. Mami. Sogar vom Muster gut zusammen. Socken gleich nur noch und dann haben wir es. Ja. Damit ich mich dann auch gleich direkt umziehen kann. Emila schläft nämlich gerade auch noch bei uns. Sind beide nachts wieder zu uns gekommen. Haben wir manche Nächte auch. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Ich muss sagen, ich genieße das ganz oft. Haben ja. Oh, dein Dino. Genau, und wir beide gehen jetzt schon mal runter. Brotdosen müssen noch gemacht werden. Und ja, Papa, mal gucken. Wow. Manchmal essen die Kinder manchmal eine Kleinigkeit und manchmal nicht, je nachdem, wie früh sie auch aufstehen. Wenn du kaputt bist, trage ich dich. Ach, das ist ja lieb. Du trägst mich, wenn ich kaputt bin. Hm? Meinst du, du schaffst das? Meinst du, du wirst da stark? Aber wenn Papa mithilft? Oh, ja, dann bestimmt. Welche können die Nudeln essen? Mibelle! Das sind keine Nudeln. Das hier? Das sind keine Nudeln, das ist Mamas Sauerteig. Was fürs Brotbacken. Das? Das ist Eintopf. Suppe. Hier? Da eine, zwei. Bitteschön. Dann wollen wir mal eben die Katzen versorgen, beziehungsweise Ella. Waschmaschine läuft übrigens auch schon. Die stelle ich meistens immer abends an. Also bereite die vor, sodass sie morgens direkt anspringt und so fertig ist, dass ich sie, bevor wir aus dem Haus gehen, eben noch aufhängen können oder einen Trockner schmeißen können. So, Ella, was gibt's denn heute? Rind mit Reh. Na, lass es dir schmecken. Brotdosen sind jetzt auch fertig. Ich fülle jetzt nochmal eben Milas Trinkflasche. Ansonsten hat Mila so ein bisschen mehr mit, hat aber auch einen längeren Tag. Brezel, Gurke, Banane, Apfel, Nüsse, Müsli-Riegel und ein Brötchen. Und Mari hat hier auch sein Müsli-Riegel und auch Brötchen, Banane, Apfel, ein paar kleine Reiswaffeln und auch ein paar Nüsse. Keine Schlafmütze, ha? Du hast mein Teddy? Oh. Oh. Noch ein Köderkissen.
Jetzt aber anziehen, Mini. Komm her. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hast du die Postmappe gestern schon wieder in den Schulranzen gepackt? Nein. Okay, ich muss gleich dran denken hier. Ja. Aber das ist wirklich gut, dieses Handtuch. So. Aber dieses rote Buch ist auch viel stärker. Okay. Die Waschmaschine müsste jetzt jeden Moment fertig sein und ich habe jetzt tatsächlich schon mal Kartoffeln geschält, 380 Gramm, weil ich nachher ein Brot backen will. Deswegen steht hier auch mein Sauerteig. Das wird ein Dinkelkartoffelbrot und deswegen ja, habe ich das schon mal vorbereitet. Die muss ich nachher kochen und dann kann ich weiter den Teig vorbereiten. Mama, guck doch mal! Himmel! Der Himmel ist schön, ne? Ja. Oh. Mama, kannst du mich aufhören? Ich tue mich sonst weh. Ja, warte kurz. Kann ich mal eben den Pullover aufhängen? Moment, Elli. Ich springe. Eins. Nee. Zwei. Ja, dann musst du springen. Zwei. Ich fange mich auf. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. So. Einmal zur Garage. Also zu machen. Minus 1 Grad. Ich habe jetzt sogar meinen Wintermantel angezogen. Wir haben uns alle warm angepackt und jetzt radeln wir schnell zur Schule und dann weiter zur Kita. Was sagst du? Das Taxi soll losfahren. Das Taxi, ja. Euch geht's wohl zu gut. Ich hier im Mantel auch. Okay, los geht's. Rucksack hast du? Ja. Gut. Kannst du den Arm mal? Ja, warte, ich muss noch mein Fahrrad abschließen. Komm her. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy. Sauerteig riecht einfach so gut. Oh, ich liebe das. Es sind Kartoffeln drin, Sauerteig. Jetzt kommt noch das Mehl dazu. Dinkelmehl 1050. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich noch genug habe. Wahrscheinlich nicht, dann muss ich einfach mischen. Das ist egal. Also egal ist es eigentlich nicht. Ich finde, das macht schon viel aus, ob man das richtige Mehl hat, weil entsprechend wird die Konsistenz anders. Aber das kriegen wir hier schon hin. Rühren jetzt erstmal hier drüber, kneten. Achso, vielleicht soll ich den Stecker einstecken. Los geht's. Abdecken und dann muss der Teig jetzt einfach nur ruhen und jetzt in den nächsten anderthalb Stunden werde ich den zweimal so dehnen und falten. Ja, ansonsten haben wir das auch jetzt. Ich glaube, ich gehe jetzt erst auf den Dachboden und hole eben die ganzen Sachen für den Adventskalender der Kinder, weil ich wollte noch einmal durchgucken, zählen, schauen, ob ich jetzt alles habe. Ich glaube nämlich schon. Und dann kann ich euch auch noch mal direkt die Sachen zeigen. Bei Instagram habe ich es schon mal so ein bisschen gezeigt.
Und was ich eigentlich noch schaffen will, ist vorne vom Haus, habe ich früher noch nicht gestern, wirklich bestimmt eine gute Stunde haben wir dafür gebraucht, so eine Lichterkette anzubringen. Wir haben natürlich vorher getestet, ob sie funktioniert. Haben wirklich am Haus entlang, sah richtig toll aus, also wir haben zwischendurch nämlich einmal geguckt, eine Lichterkette angebracht. Also haben so kleine Nägelhalterungen reingehämmert, haben uns Mühe gegeben. Und dann wollen wir sie final anmachen, funktioniert nicht. Also wie bei Schöne Bescherung hier bei, ich weiß gar nicht, wie heißt er denn, Griswold. Ich weiß gar nicht, wie er mit vorne heißt. Naja, wer den Film kennt, wisst ihr Bescheid. Und es funktioniert nicht. Und irgendwie bei diesem Anbringen und Rumtüdeln muss wirklich im letzten Moment der Stecker kaputt gegangen sein. Also ist wirklich dann abgebrochen, sieht man das Kabel. Super ärgerlich. Jetzt müssen wir diese ganze Lichterkette wieder abmachen. Wir haben noch eine, deswegen will ich versuchen, die schon mal abzumachen. Eventuell schon mal anzufangen und dann hängt sie hoffentlich heute irgendwie. Also eine, die funktioniert. Also hier ist der Stecker kaputt gegangen. Das ist wirklich halt jetzt mittlerweile auch ab. Richtig ärgerlich. Und die geht halt hier einmal hoch, da rüber, Regenrinne wieder runter und dann eigentlich hier rein und zum Stecker. Aber naja, das können wir heute nochmal machen. Die Adventskalendersachen habe ich jetzt runtergeholt. Einmal durchgezählt. Es fehlt tatsächlich nicht mehr so viel. Manche Sachen teile ich auch noch auf. Das hier sind Yaris Sachen, das sind Milas Sachen. Knete gibt es für beide zusammen. Bei Yari haben wir zum Beispiel so Leuchtsterne, Speichenlichter. Diese Sachen gibt es zum Beispiel auch bei Thalia. Die sind nämlich vom Moses Verlag oder ihr bestellt direkt beim Moses Verlag. Die haben richtig viele tolle Sachen. Da gucke ich immer wieder für Adventskalender. Kann ich nur empfehlen. Da sind zum Beispiel auch dieser magische Sand ist daher. Oder hier dieser Vulkan mit Dino. Dann habe ich für Yari noch, Müller ist übrigens auch eine gute Fundgrube für Adventskalender-Sachen, diese kleine Nerf-Gun geholt. Er findet nämlich Milas total super. Und die hat um die 3 Euro gekostet. Deswegen habe ich eben die hier mitgenommen. Dann haben wir noch Badeschaum oder Duschschaum. Weil Yari unbedingt so kleine Autos. Die liebt er ja verschiedene, auch so Zauberwaschlappen, das für seinen Kaufmannsladen hier aus Holz. Auch nochmal hier so Badefarbtabletten, so eine Knetmodelliermasse, ein, wie nennt sich das hier, Ausgrabungsei. Hier ist ein magischer Drache drin, da ich bin gespannt. Nochmal was zum Baden, einige Sachen, aber es geht halt auch immer. Und ein Auto und so ein elektrischer Zug. Er hat ja so eine Holzeisenbahn, die spielt er auch nach wie vor sehr, sehr gerne. Und mein Neffe hat so einen elektrischen Zug von Ikea und den liebt er. Und deswegen, das habe ich durch Zufall bei Kaufland gesehen, das packe ich ihm auch in den Adventskalender. Und ich glaube, dass ich ihm das auf 2 Tage oder so aufteile. Also erst diesen Zug und dann halt irgendwie die Waggons. Ja, ich glaube, das ist ganz cool. Genau, bei Mila noch ein bisschen was anderes. Bei Mila geht ja auch immer Lego. Diese kleinen Tüten habe ich auch bei Müller gefunden für 2,99 €. Einmal von Lego Friends und was von Harry Potter. Dann hier so ein Fingerfarbenspiel. Hier so ein bisschen so Lipgloss-mäßig was. Schlafmaske, Haarspangen, Konfettikleber. Da wird sie, glaube ich, ausrasten. Mila liebt ja alles, was mit Basteln und Malen zu tun hat. Dann Pokémon-Karten. Auch Speichenlichter, auch der magische Sand, eben auch so sehr gleiche Sachen, nur ein bisschen farblich anders. Bügelperlen, da braucht man nämlich noch was. Hier sind auch noch Schablonen. Dann habe ich hier noch so einen mehrfarbigen Stift. Generell bei Mila einige Stifte, also ich glaube bei Mila komme ich eigentlich auf die 24 Teile. So ein Mau-Mau-Spiel, auch was hier zum Auskratzen oder Raushauen. Das sind so Milas Sachen. Genau, hier habe ich mir gesagt, für Yari auch Bügelperlen. Allerdings habe ich keine Platte gefunden. Muss ich nochmal los, dann packe ich ihm das nämlich auch im Adventskalender. Aber ansonsten sind das so die Adventskalendersachen. Und ja, wie gesagt, fehlt nicht mehr viel. Wir machen es übrigens beim Adventskalender immer so, dass wir diese Summe, die wir jetzt hier für den Adventskalender ausgeben, immer so ein bisschen gegenrechnen, was wir sonst für die Weihnachtsgeschenke ausgeben. Und dann gibt es da halt einfach ein bisschen was weniger. Aber dann haben sie zumindest Sachen im Adventskalender, die sie brauchen, mit denen sie was anfangen können, die sie gut finden und irgendwie nicht so Müllkram. Also irgendwie so billigster Plastikkram oder irgendwas, was nicht gebraucht wird.
Genau, von daher ist das von preislich natürlich was anderes als jetzt irgendwie ein gekaufter. Aber ich liebe diese Tradition. Ich habe als Kind immer einen selbstgemachten Adventskalender gehabt und habe mir den auch mit 16 und 17 immer noch gewünscht. Und ich liebe das, dass meine Mama das jedes Jahr gemacht hat. Und die Tradition möchte ich gerne so weiterführen. Zumindest, wenn die Kinder sich das wünschen. Wenn sie sagen, sie wollen irgendwann einen Lego-Kalender haben, dann ist das für mich fein. Aber solange sie sich einen wünschen, mache ich das sehr gerne. Das Brot habe ich jetzt schon zweimal gedehnt und gefaltet. Einmal muss es noch. Und ich werde jetzt aber mal eben nach draußen gehen und gucken, dass ich die eine Lichterkette von gestern abmache. Muss ich noch die lange Leiter aus der Garage holen. Und dann muss ich fast schon wieder los Yari abholen. Und dann geht es mit Yari zusammen kurz zu einer Foodsharing-Abholung. Ja, da hole ich wieder was ab. Mal gucken, was es da heute zu retten gibt. Einmal gucken, ob die Lichterkette geht. Sieht gut aus. Oder sieht das hier oben auch noch besser aus? Gut. Ich komme hier zum Ende. Ich habe jetzt hier alles angebracht. Tatsächlich hier noch so ein bisschen über gehabt, deswegen an die Bank gemacht. Hier überall hoch, oben und hier runter. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es auch leuchtet. Windig, heulig. Stunde der Wahrheit, ist das richtig drin? Ich weiß es nicht. Oh, bitte leuchte. Bitte, bitte, bitte. Muss ich euch sonst später mal zeigen, wenn es dunkler ist. Oh, überall. Leuchten sie. Juhu. Auflauf Nudeln. Nudelauflauf gab es? Mhm. Und das mochtest du nicht? Mhm. Okay. Ja, ja, die habe ich jetzt abgeholt. Okay, musst du ja auch nicht. Ist okay. Futter hat jetzt noch ein bisschen was aus seiner Brotdose. Wir machen uns jetzt auf dem Weg zur... Das ist doch richtig viel. Oh ja, du hast so ein Brötchen, Banane, Apfel und die Nüsse. Hast du in der Kita davon dem Buffet gefrühstückt? Echt? Müsli? Ja? Lecker. Na siehst du, das ist doch auch gut. Weil die haben da Frühstück, so Müsli und Knäckebrot und so. Aber wir nehmen vorsichtshalber immer noch mal was mit, falls er es nicht mag. Und ja, dann hat er jetzt noch was. Genau, und wir fahren jetzt zur Foodsharing-Abholung. Mal gucken, was es da zu retten gibt. Ich mache die Abholung wieder bei dem Kindergarten, wo das fertig gekochte Essen dann immer gerettet wird. Ich genau. Und war dein Kita-Tag sonst gut? Ja. Hattest du Spaß? Ja. Ja, super. Halle, halle. Hab's gemacht. Boah, ist sie schwer. Gut. Hätten wir das jetzt nicht mitgenommen, dann hätten wir das einfach in die Mülltonne geschmissen. Ja. Was haben wir hier? Lecker! Was ist das? Was ist das? Bären. Weintrauben. Eine
halbe Tupperdose voll Weintrauben. Die sind zum Teil ein bisschen bräunlich und weicher, aber schmecken noch voll gut. Möchtest du eine probieren? Nein. Okay, ja, du bist auch nicht so der Weintrauben-Fan. Und dann haben wir 2 Eimer voll. Also es sind 10 Liter. Das muss ich weiter verteilen. Suppe geholt. Das ist so Nudelsuppe, würde ich sagen. Mit so kleinen Nüdelchen. Und so kleinen Wurstscheiben drin. Also nicht vegetarisch. So sieht das Ganze aus. Erbsen und Möhrchen sind drin. Ansonsten kleine Wurstscheiben. Und halt so kleine Nudeln. So was Ähnliches hatte ich da schon mal abgeholt. War ganz lecker, muss ich sagen. Aber so viel kriegen wir natürlich auch alleine nicht weg. Also deswegen müssen wir es weiterverteilen. Wer Foodsharing noch nicht kennt, das ist halt eine gemeinnützige Organisation. Wir retten Lebensmittel. Kostenlos kriegen wir die Sachen. Wir retten sie vor der Tonne. Es kann sich jeder anmelden. Müsst ihr mal auf die Website gehen. Ja, ich rette bei der Kita häufig, bei Bäckereien, Supermärkten, ganz unterschiedlich. Ein Blick in die Schüssel. Teig sieht gut aus, der muss jetzt noch ein bisschen ruhen. Dann muss ich ihn später formen und dann geht er in den Kühlschrank. Und morgen früh kann ich das Brot dann aber so in den Ofen schieben. Ja, ich beende den Vlog jetzt auch an dieser Stelle. Jetzt machen wir eine kurze Eispause. Julian kommt jetzt auch gerade von der Arbeit und in einer Stunde holen wir Mila ab. Und ja, ich glaube, dann habt ihr einmal unseren gesamten Vormittag, unseren Morgen gesehen und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.